Isar 12. Hier Isar 12. Fahren Sie zur Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock. Isar 12 fährt. Richtig. Grüß Gott. Ist der Ausreißer, ja? Stellen Sie sich vor, das ist der Schlappi vom Josef Mechtel, der wohl das Wäschegeschäft hat. Seit heute Morgen sitzt er da und wartet. Wo ist der Besitzer? Zugemacht hat er, weil er keine Anstelle mehr gekriegt hat. Hat er zugemacht für 8 Tage, das ist das Schild. Wo wohnen denn die Leute? Ja, in Rammersdorf, in der Annenstraße, das wissen wir schon. Warum haben Sie ihn da nicht angerufen? Das ist es ja. Verreist ist er, die Josef, das hat er mir gesagt. Und der Schlappi hat ihm Pflege gegeben bei der Nachbarin. Sein Herrchen hat er halt gesucht. Den Weg kennt er ja, weil der Mechtel ihn immer mitbringt mit dem Fahrrad. Na, geben Sie mal her. Oh, seien Sie vorsichtig, Herr Wachtmeister. Mit der Uniform hat er es nicht so. Den Briefträger hat er schon ein paar Mal hinten eingezwickt. Den Weisen kannst du auch tun. Ja. Dann sei mal schön brav und lieb. Ja, freilich ist er lieb. Mei, wenn das der Mechtel wüsste, wo der so an dem Schlappi hängt. Also komm, jetzt gehen wir schon mal. Ja, wissen Sie auch, wie es rauskommen nach Rammersdorf? Nein, wir bringen das Hunderl ins Asyl. Da kann er die Nachbarin dann abholen. Ja, aber die kann doch gar nicht aus dem Haus. Die hat doch Ischias. Mein Gott, das arme Hundchen ins Asyl. Der wird ja nie abgeholt. Du, sag mal, Alois. Na, ich weiß schon, was du bist. Nach Rammersdorf fahren. Da wäre ja vorher noch mal nachfragen. Wenn es ein Bernhardiner wäre. Aber die halbe Portion stecke ich doch in die Hocktasche. Isar von 12. 12, bitte kommen. Der Hund von der Benediktstraße ist aus Rammersdorf. Passanten haben gesagt, der kann im Asyl nicht abgeholt werden. Können wir nach Rammersdorf fahren? Richtig, Isar 12 fährt Rammersdorf. Rammersdorf, Annenstraße 17. Ja, ist schon recht. Hast du mal wieder ein Masel gehabt, hä? Also los, einsteigen. Natürlich, aber ja, anständig oft, du. Jetzt macht der Onkel eine Aktennotiz. Der nächste zum Viktualienmarkt. Ja, Toscha, was machst denn du da, hä? Hast du hin keinen Platz? Wer fährt zum Viktualienmarkt? Eine Auseinandersetzung. Ja, Schlappi, da wirst du wohl ein bisschen warten müssen. Isar 12 fährt. Richtig, am Viktualienmarkt, Ecke Westen Rieder. Reichenbachstraße werden Sie erwartet. Verstanden. Ja, ja, ist ein ganz ein freches, ausgeklangtes Weib. Ja, die kenne ich schon. Mit der habe ich so viel Ärger gehabt. Ja. Jeden Tag so gerne. Jeden Tag kommt die daher und tut mir meinen Stand ja. Und lass mich kommen. Da ist mein Stand. Nein, Herr Wachmeister. Also stellen Sie sich vor, was die sich rausnehmen. Ja. Die was? Und die da? Ja, die können es gleich mitnehmen. Wegen Beleidigung, wegen öffentlichen Aufruhr. Ja, also Nachgreifer sind sie mal. Und geschrien haben sie, haltet den Dieb. Freilich habe ich das geschrien. Und das sage ich noch einmal in Gegenwart der Polizei. Und jetzt red ich und du hältst deine Goschen. Sehen Sie, Herr Wachmeister, das ist genau der Ton, mit dem die mit ihren Kunden reden. Muss ich mir das gefallen lassen? Also jetzt beruhigt euch und macht keinen Ärger. Also der Stengel, der macht überhaupt keinen Ärger. Der hat überhaupt noch niemals Nieren gemacht. Aber die da, die ganz ausgeschammte Person da, jeden Tag in der Früh ist schon gekommen und hat gestinkt. Nun mal immer der Reihe nach, was ist nur eigentlich passiert? Ja, dann fragen Sie noch. Schauen Sie mal rein, Ihre Taschen. Ja, da, das Händel. Gestohlen hat sie es. Dass ich nicht lache. Ich und gestohlen, wo ich seit 20 Jahren für den Herrn Geheimrat einkaufen tue und wo beim Herrn Geheimrat noch nie was weggekommen ist, der kennt mich besser und den kann es fragen. Aber das sage ich der dumme Mistvieh. Sie sagen gar nichts und Sie auch nicht. Vor allen Dingen keine Beleidigungen. Sie beschuldigen also die Dame, dass die... Dame, dass ich nicht lache. Das ist die Köchin von Walter Schlieringer. Ja. Die kenne ich schon seit 20 Jahren. Jeden Morgen ist sie gekommen und hat mit ihren Bratzen alles angelangt. Und danach möchte sie behaupten, die Händel waren nicht frisch. Seien sie auch nicht. Herr Wachtmeister, ist das vielleicht ein frisches Huhn? Ja, hoppla. Der Gefrierhuhn ist das, das was auftaucht hat und jetzt verkauft wird 2,80 das Pfund. Ja, du lass denn du dir sowas gefallen. Das wäre da das Mal strupfen. Also jetzt gebt's mal Ruhe. Also sie behaupten, die Frau da, die hätte... Die.
Die Kirchen von Schlieringer, die kennt er jetzt hier. Jeden Tag ist sie gekommen. Und der Sache. Das haben Sie schon ein paar Mal gesagt. Sowas kann man gar nicht oft nur sagen. Aber Gott sei Dank, jetzt haben wir es ja endlich erwischt. Sie, Sie können das gleich mitnehmen nach Stadelheim. Da gibt's doch einmal eine Ruhe. Ja, also, das tat er passen, gell? Aber wenn eine nach Stadelheim geht, dann bist das du. Ach, und die du. Da auch. Ich? Herr Wachtmeister, eine Verschwörung ist es. Eine richtige Verschwörung. Wie ich heute Vormittag gekommen bin, habe ich gesagt. Nichts hast du gesagt. Ich habe gesagt, bei mir gibt's nichts mehr. Und geh an einen anderen Stand, die habe ich nichts mehr. Das hab ich gesagt, gell? Ja, sagen Sie mal selber, Herr Wachtmeister, ob man so eine anständige, jahrelange Kundin behandelt. Ich möchte wissen, wer da anständig ist. Die haben sich also geweigert, der Kundin ihre Ware zu verkaufen. Ja, nicht nur die. Alle haben's das gemacht. Wo ich hinkommen bin, haben's alle recht frech grinst und haben gesagt, ich verkaufe heute nichts, ist euch schon bestellt oder so ein Schmarrn. Ich komme Ware verkaufen, an wen der sie mag. Da muss ich nicht tief rum. Sehen Sie, Herr Wachtmeister, da hören Sie es. Aber ich habe auch meinen Stolz. Ich habe einfach so eine Viechnummer, habe mir gedacht, du kannst mich, habe die 6 Meilen hingelegt und bin gegangen. Da rennen wir die nach und schreien, haltet den Dieb. Ja, natürlich ist das ein Diebstahl. Wenn ich nichts verkaufen will und ihre Geld nicht nehmen will, das wird dann kein Diebstahl sein. Ja, bitte, kann die an jeder Straßenecke ein Auto mitnehmen und einen Geldschein hinlegen. Ha? Gestohlen ist gestohlen. Nehmen Sie es nur gleich mit. Fort mit Schaden. Außerdem war ich gar nicht am Stand. Ja, meine Damen, so einfach ist das leider nicht. Ist Ihnen auch klar, was passiert, wenn Sie keine Vernunft annehmen? Was? Sie müssen alle mit zum Revier. Na. Sie müssten Ihren Stand abschließen und Sie, Frau... Webster. Webster, ja. Sie müssten Ihren Herrn Geheimrat anrufen, dass das Essen später fertig wird heute. Hey, kann der da nicht weg? Ja, ich kann meinen Stand auch nicht allein lassen. Ja, Vertretung habe ich doch keine. Ja, und wer darf denn mir den Schaden ersetzen, wenn ich da ein paar Stunden weg bin? Na ja, so lange kann es schon dauern. Ist ja ganz klar, bis ich den Bericht benannt habe. Diebstahl, Beleidigung, was sonst alles dazu kommt. Also, seid doch vernünftig. Wo ist denn das Geld? Ich hab's nicht angerührt und ihr hier seid nicht da. Also, Frau Webster, wo ist das Geld? Na ja, da liegt's ja. Da legen Sie das Händel hin, nehmen Sie Ihr Geld, gehen Sie am anderen Stand rüber und kaufen sich ein anderes. Und der Fall ist erledigt, für immer. Einverstanden? Na ja, ich will Ihnen was sagen. Der Vernünftige gibt nach, Holz. Aber das ist das letzte Mal, dass ich mich beleidigen lasse von so einer. So, Frau Webster, und jetzt gehen Sie nach Hause zu Ihrem Herrn Geheimrat und richten Sie an das Händel her. Händel nennen Sie das? Ja, ein Vogel wird sich ja schämen, wenn er so klein wäre. Schauen Sie sich das Fegel doch an. Das ist ja verhungert, das hat sie nicht einmal schlachten müssen. Na ja, ich werde es dem Hund geben, wenn Sie es mögen. So, jetzt reicht's mir aber. Und Mira, jetzt ist Ruhe. Oder ihr kommt alle mit. Also? Geh weiter, geh mal. Du, ich bin gleich wieder da. Ja, ist schon recht. So, schreib jetzt, lass mich ein bisschen reden. Isa von 12. 12, bitte kommen. Der Streit am Viktualienmarkt konnte geschlichtet werden. Wir fahren weiter nach Römersdorf. Richtig. So, schau, jetzt gehen wir nach hinten. Hopp, hopp ihn. Da ist er brav. Ha, hast deine Brotzeit vergessen? Ja. Was will ich damit? Füttern. Ha? Füttern. War das Frister? Nein, er lacht. Bei dir möchte ich auch mal einen Hund sehen. Hier ist der 12, bitte kommen. Hier ist der 12. Sind Sie schon in Rammersdorf? Nein, aber gleich, wir sind unterwegs. Am Waldweg 17 in Perlach ist ein Diebstahl gemeldet worden. Das liegt auf Ihrem Weg. Perlach, Waldweg 17, verstanden. Vom alten Steierreiher? Ja, ich glaube schon. Schauen wir mal rein. Also, wenn das kein Witz ist, Einbruch in eine Anstalt, wo Hunde abgelegt werden. Ne? Guck mal. Ha? Ja, da schau her.
ist sicher nichts wie ein lauter Hund. Na, da mal was sagst, dann kommst du halt auf die Rechnung, was? Ja, die schöne Karre dabei. Ja, was ist jetzt? Kimmst du oder kimmst du nicht? Ah, ja. Ja, da kommt gerade die Funkstreife. Huber, grüß Gott. Grüß Gott, gut, dass Sie kommen, meine Herren. Mein Name ist Bär. Ich bin hier ausnahmsweise bei meinem Steiderberger beschäftigt und verdiene mein Studium. Jetzt ist mir mein Mantel aus dem Schrank da gestohlen worden mit 110 Mark in der Brieftasche. Den Dieb hab ich noch gesehen, von hinten, wie er weggegangen ist. Ein Mantel hat er auch gehabt. Ja, warum haben Sie ihn dann nicht gleich festgehalten? Ja, ich habe geglaubt, Sie sind's. Der hat die gleiche Hosen angehabt, war auch unterdrillig und die gleichen Schuhe auch wie Sie da. Wer sind denn Sie? Stamberger. Ich bin wegen meinem Nero da, wegen der Ausbildung. Die letzte Ausbildung hat er vor 4 Jahren gehabt. Und da hat man gedacht, es ist vielleicht gar nicht so unrecht, wenn er ein bisschen eine Auffrischung kriegt. Bin nämlich jetzt Nachtwächter. Na denn, gute Nacht. Haben Sie einen Bock zum Gärtner gemacht. Der Hund ist doch völlig untauglich. Was? Stellen Sie sich vor, der Diebstahl ist vor den Augen des Hundes passiert. Er war die ganze Zeit im Zimmer. Er hat sich überhaupt nicht gerührt, als der Dieb reinkam und den Mantel mitgenommen hat. Ja, wie kann er sich denn rühren, wenn er angebunden ist? Das ist doch angeblich ein ausgebildeter Hund, der wird doch wohl bellen können, oder? Nein, der bellt nicht. Der bellt nur, wenn ich's ihm sag. Und Ihnen, junger Mann, sage ich, dass Sie keine Ahnung haben von Hunden, von gar nichts. Sie haben also den Dieb noch gesehen? Freilich, wie ich von der Toilette rübergekommen bin, da ist er da drüben in den Wald rein. Ich hab mich ja sowieso gewundert, aber... Ja, haben Sie nicht gesagt, dass er einen Trillich angehabt hat und Schnürstiefel? Ja, genau so ist wie der junge Mann da. Die gleiche Hose und auch die gleichen Schuhe da. Was meinst du mal? War der so 1,76 groß, blond? Ja, das kann ich nicht sagen. Warum haben Sie den vielleicht schon? Nee, das nicht, aber eventuell ist Ihnen da ein Strafgefangener aus Stadelheim durch die Lappen gegangen. Heute Morgen ist nämlich hinausgebrochen. Aus Stadelheim? Na, dann hat er ja alles, was er braucht. Mein Mantel, meine Papiere, mein Geld. Den sehen wir nicht mehr wieder. Geht einmal, sagt der Kriminalbereitschaft Bescheid. Ich mach dabei meinen Bericht. Ist der Steierberger nicht da? Na, das ist ja das Blöde, der ist in die Stadt gefahren. Wäre nichts passiert, ich sperre uns immer alles zu, aber der Herr mit seinem Hund, ich kann nicht draußen sitzen lassen, ne? Das geht ja nicht. Na, sowas, aus Stadelheim. Sowas. Ich geh ein bisschen raus. Okay. Die Bauern auf einen, gell? Freilich brauchst du mich noch. Ich bin ja derjenige gewesen, der ihn gesehen hat, wie er da drüben im Wald verschwunden ist. Mhm. Also, wann haben Sie den Diebstahl bemerkt? Na, vor ungefähr einer halben Stunde. Jetzt pass auf, Nero. Den Burschen, den kriegen wir jetzt vor. So, so, komm. Nimm Spur. Such schön. Also such. Ja, such mir schön. Den kriegen wir schon. Such schön. Meinst du, dass er da rein ist, hä? Schauen wir mal. Geh weiter. Komm, der rum. Ich möchte ein Glas Bier haben. Bitte. Ein Glas Bier, Anne, bitte. Mag er vielleicht ein Zuckerl, hä? Nein. Ja, man wird doch nur fragen dürfen. Na komm, magst du das vielleicht? Komm. Der mag ein paar Wurst. Scheint was Besseres zu sein. Haben Sie ein Telefon? Ja, da hinten am Flur. Danke. Hier ist Stamberger. Ist der Herr Wachtmeister noch da? Das ist der Stamberger von vorhin, der möchte sprechen. Was, der Stamberger? Ja. Huber, was ist? Sie sollten doch da bleiben wegen dem Bericht. Was sind Sie da? Da sind Sie ganz sicher.
Da halten Sie den Mann auf jeden Fall fest. Und wenn es nötig ist, holen Sie eine Hilfe. Beim Passanten oder beim Wirt. Aber nur, wenn Sie ganz sicher sind. Ja, ist schon recht, Pierre. Ich komme gleich rüber. Er behauptet, den Mantel und den Dieb gefunden zu haben. In einer anderen Wirtschaft, drüben am anderen Isarufer. Schauen wir mal gleich nach. Kommen Sie mit? Ja. Aber schließen Sie es ab da. Ja, das ist er. Wem gehört dieser Mantel da? Das ist mein Mantel. Was ist denn da los? Huber, würden Sie so freundlich sein und sich mal ausweisen? Selbstverständlich. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Das ist nicht mein Mantel. So, so. Was heißt hier so? Ich hab doch gerade noch meinen Mantel hier hängen gehabt. Tja. Herr Wirt, mein Mantel ist vertauscht worden. Was? Ja, was redest du da daher? Da hängt er doch. Okay. Mit dem Mantel sind schräg gekommen und das ist er. Aber das ist nicht mein Mantel. Mein Mantel hat schräge Taschen. Zwar der gleiche Stoff, aber schräge. Können Sie sich ausweisen? Oh, was? Ja, da bin ich ja gerade dabei, deshalb schaue ich meine Manteltaschen nach. Kennen Sie den Herrn da? Nein. Kennst du? Nein, ich kenne ihn nicht. Ja, bitteschön, würden Sie mir vielleicht erklären? Wir reden doch nicht so viel umeinander. Geben Sie es doch zu, dass Sie aus Stadelheim ausgebrochen sind. Was? Aus Stadelheim? Ja, und den Mantel nur so mitgenommen hat. Was? Der Wirt behauptet also, Sie seien mit dem Mantel da reingekommen. Jawohl, das nehme ich auf meinen Eid. Ja, ich hab mich auch kommen sehen. Den Mantel da? Mit dem Mantel. Ja, den er drüben in der Tresorenstadt gestohlen hat. Ja, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Soll das vielleicht ein schlechter Witz sein? Van Rongen, Versicherungsagent. Ah, wahrscheinlich ein Spezialist für Einbrüche und Diebstähle. Ich verbitte mir. Ja, das wird Sie herausstellen. Was machen Sie eigentlich da? Ja, ich bin hier gesessen und habe ein Wurstbrot gegessen. Das wird ja wohl nicht verboten sein. Ja, als Versicherungsagent haben Sie sicher Aktentaschen dabei, gell, oder so. Sonstige Unterlagen oder sowas. Ja, ich bin nicht im Dienst, ich erwarte eine Dame. Tja, wird die Dame allerdings auf Sie warten müssen. Ich muss Sie bitten, uns zu folgen. Ja, und mein Mantel? Ich bin bestohlen worden. Meine Brieftasche, mein Geld, 400 Mark. Also machen Sie keine Umstände, Herr Van Rongen. Wenn es so ist, wie Sie gesagt haben, dass Sie bestohlen worden sind, dann sind Sie bei uns klar an der richtigen Stelle, ne? Jetzt möchte ich bloß wissen, wo der den anderen Anzug her hat. Das wird sich dann schon aufklären. Ja, aber ich war doch derjenige, der ihn gestellt hat. Ich und mein Nero. Gell, jetzt sagst du nichts mehr über mein Nero. Na, was soll ich noch viel sagen? Mein ganz Geld ist weg. Herr Van Rongen, wollen Sie bitte so freundlich sein? Soll das eine Verhaftung sein? Aber okay, schauen wir so aus. Wir wollen das auch überprüfen. Sauber. Ich werde bestohlen und dann noch abgeführt. Wenn Sie noch lieber ist, dann denken Sie nach, Sie geben eine Anzeige auf. Wollen Sie der Dame was hinterlassen? 400 Mark. Also bitte dann. Der Wirt, Sie bleiben also dabei, dass der Herr mit dem Mantel da reingekommen ist. So war ich Niedermeier heiß. Und Sie auch? Und ihr. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gehen wir. Nero, komm. Also. Na, was sagst du jetzt? Für mich war das ein Polizeihund, weil er ganz so stur war. Und sein alterer Spitzel. Wenn das ein Polizeihund war, dann ist meine Kaste Tochter vom Bürgermeister. Also steigen Sie. Ja. Den Hund lassen Sie aber da, den können Sie später abholen. Ich konnte meinen Lehrer nicht da lassen, Herr Wachtmeister. Wenn der Lehrer da bleibt, dann bleib ich auch da. Ja, glauben Sie mal, das ist doch kein Möbelwagen, oder? Na, nun lass mal, Alois. Der Nero ist doch mehr oder weniger die Hauptfigur, hm? Gell, das sagen Sie auch, Herr Wachtmeister. Also, komm, steigen Sie. Ja, komm. Komm, der Lunge her. Komm. So, jetzt. So, schlapp ich, ja, bist du da. Ja. So, Schnappi, da staunst du, was? Die Gegend kommt da wohl bekannt vor. Ein bisschen frische Luft. Brav ist der Nero, brav. Brav nennen Sie das. Die ganze Zeit trampelt er mit seinen Dreckpfoten auf den Hosen herum. Das tut mir leid. Isa von Neuen, wir haben den Täter gefasst. Er hat versucht, sich auf einer Baustelle Proviant zu verschaffen. Die Arbeiter haben ihn ordentlich verprügelt. Er hat versucht, sich mit einem falschen Ausweis auf den Namen Van Rongen auszuweisen. Das bin ich ja. Junge, war das eine Freude. Um ein Haar hätte ich einen Kuss gekriegt.
Alles in Butter, der Kleine ist wieder zu Hause. Du, der Neiner hat gerade eine Festnummer, der sich als Van Rongen ausgegeben hat. Was, Van Rongen bist du? Ja, fahr dazu, fahr dazu. Isa 12 von 9. Isa 9. Haben Sie den Täter dabei? Wir sind auf dem Wege ins Präsidium. Haben Sie Geld bei dem Täter gefunden? Ja, richtig, Isa 12. Und wann hat der Täter den Mantel umgetauscht? Ich kann jetzt nicht sprechen. Verstanden. Ich möchte nur noch wissen, wie der Täter den Mantel vertauscht hat, ohne dass das jemand gemerkt hat. Ich hätte Ihnen leicht sagen können, wenn ich ein bisschen früher hinkommen wäre mit meinem Nero. Im Übrigen, was sagst du jetzt zu meinem Nero? Ich? Was soll ich denn sagen? Dass das ein Hund ist, auf den man sich verlassen kann. Das hätten Sie sehen sollen, wie der die Spur aufgenommen hat. Direkt ist er auf die Wirtschaft zu, durch den Wald. Ha! Und den Mantel hat er auch gleich gehabt. Zum Glück gibt's ja zwischen der Hundeschule und der Wirtschaft bloß einen Weg. Jetzt passen Sie auf, jetzt sage ich Ihnen was. Weil Sie vorübergehend in einer Hundeanstalt beschäftigt sind, brauchen Sie nicht zu meinen, dass Sie vom Hund was verstehen. Was meinen Sie, Herr Wachtmeister? Da müssen Sie meinen Kollegen fahren, davon verstehe ich nicht. Na, von Tieren versteht er wirklich nichts.